بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind heute mit unserer 13. Folge und heute werden wir inshallah über Maddu Sila reden. Maddu Sila teilt sich in zwei. Und wie wir auf dem Bild sehen, haben wir dann rechts Maddu Silati Sughra, also die kleine Mad von As-Sila. Und wir haben dann links Maddu Silati Kubra, die große. Fangen wir mit der kleinen an. Bei Maddu Silati Sughra haben wir als Einheit, Verlängerungseinheit, zwei. Und die Entstehung von diesem Med ist, wenn wir ein Ha haben. Und nach dem Ha einen ganz normalen Buchstaben außer Hamza. Der Buchstabe davor, also vor dem Ha, hat eine Haraka, also er hat entweder Dhamma oder Kesra oder Fatha. Also A, I oder U. Und wie wir dann im Beispiel haben, haben wir dann zum Beispiel Innahu minas salihin. Und hier merken wir, dass wir den Ha ein wenig verlängert haben. Natürlich im arabischen Koran werden wir dort ein Zeichen haben, wie ein Wow zum Beispiel oder ein Ja, damit wir erkennen können, dass da eine Verlängerung ist. Und beim türkischen Koran sieht man dann eben auch ein Zeichen, damit man erkennen kann, dass man hier auch verlängert. Als zweites Beispiel haben wir zum Beispiel Yahdillahu li nurihi man yasha. Und als Ausnahme haben wir dann zum Beispiel Wa in tashkuru yarudahu lakum. Das ist Wallahu A'lam die einzigste Ausnahme, die ich gefunden habe. Natürlich, wenn der Buchstabe davor ein Sukun hat oder kein Zeichen hat, also das gehört auch zu einem Sukun, dann verlängern wir nicht. Wie zum Beispiel in Surat al-Kahf, das Beispiel haben wir unten. Fihi abada. Hier habe ich zum Beispiel nicht verlängert. Und in solchen Stellen sollte man oder soll man nicht verlängern. Ich hoffe, inshallah, dass Maddu Silati Sughra verständlich ist. Jetzt kommen wir zu Maddu Silati Kubra, die große. Und hier haben wir dann eben den Ha und danach eben einen Hamza. Und weil der Hamza danach gekommen ist, können wir dann hier zum Beispiel 2, 4 oder 5 verlängern. Natürlich 6 auch. Also es gibt da Meinungsunterschiede, aber die stärkste, Wallahu A'lam, ist 2, 4 oder 5. Wir haben hier zwei Beispiele. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Und hier habe ich zum Beispiel 5 verlängert. Beim zweiten genauso. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Und hier genauso ein Beispiel für Maddu Silati al-Kubra. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. والحمد لله رب العالمين.